So, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal. Sachsen Power hier am Start. Ja, Freunde, Freunde des guten Geschmacks. Lego Star Wars, der EDM, das Erwachen der Macht. Video Nummer 8. Kapitel 7 müsst ihr jetzt kommen, genau. Ich muss aufpassen, weil irgendwann ist es ja auch mal vorbei. Da kommt ja auch das Prolog und, der Epilog. Und dann, also quasi das letzte Stückchen. Und dann kommen ja noch die Bonus-Level, da heißt es dann nicht mehr Kapitel. Ja, meine Freunde, dann gleich mal vorweg würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mich mit dem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen, schon seid ihr in der Power Army. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, wisst ihr ganz genau, Sachsen Power ist am Start, Sachsen Power hat ein Video geladen. Sachsen Power ist lost im Game. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xsdgdxpower oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand ein Trinkgeld da lassen möchte, dann auf www.paypal.me/xsdgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen. Ja, meine Freunde, dann würde ich sagen, legen wir los, machen wir weiter. Wir wollen es durchziehen. So, dann laufen wir einfach diesen Pfeilen entlang. Diesen komischen Satz. Wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall hier weiterkommen. So, dann brauchen wir hier den Chewbacca. So, schmeiß dein Ding, genau. Spreng es weg. Wir müssen zum Millennium Falcon gelangen. So, wo geht's lang? Hier geht's lang, genau. So. Lass mich das mal ansehen. Ja, genau. Ja, wie vermutet, es ist ein Baum. Und du hast ein Lichtschwert, weißt du noch? Wie vermutet, es ist ein Baum. Yeah. Zack. Genau, so, dann müssen wir jetzt weiter. Gut, wo müssen wir hin? Wir müssen da hin, aha. Ohne einen Kratzer. Naja, ohne einen neuen Kratzer. Ja, so, genau, da sind wir. Da müssen wir hin. Gut, dann geht es jetzt hier weiter. Jetzt wollte ich aber mal gucken. Wir haben ja hier irgendwas, irgendeinen roten Stein gefunden gehabt vorhin. Was haben wir denn da? Bei Berührung zerstören kostet 200.000. Ist das super Detonatoren? Super alberne Lichtschwerte, Superstärke, alberne Torpedos, Sammelgegenstände Finder, Quietschstimmen, Disco-Schwerter. Ja, das brauchen wir alles nicht. Wir machen einfach nur weiter in der Geschichte. Wie gesagt, das 100%, das kommt irgendwann mal. Wenn wir lustig sind. Ach, die scheiß Melodie. So. Kapitel 7, der Widerstand. Okay. Rey wurde gefangen. Deshalb zieht sich die Erste Ordnung rasch vor den Truppen des Widerstands, die als Verstärkung auf Takodana eintreffen, zurück. Leuchtet ein, die haben Angst. Auf der Starkiller-Anlage benutzt Kylo Ren seine Kräfte, um Luke Skywalkers Aufenthaltsort von Rey zu erfahren. Überraschenderweise kann sie standhalten. Aha. So, musste kurz mein Fenster zumachen. Da pfeift hier der Wind durch, das ist nicht schön, wenn dann der Rollo die ganze Zeit gegen Monitor und Monitor klatscht. Na, fegt's mir noch die Cam runter. Dann lege da alle unterm Tisch. So, jetzt können wir den Sound hier wieder einschalten von der Capture Card. Jawohl! Diese Schrottsammlerin hat dir widerstanden? Die Macht ist stark in ihr. Nicht ausgebildet, aber stärker als sie weiß. Und der Droide? Ren war der Meinung, dass er nicht länger von Wert für uns ist. Dass das Mädchen alles ist, das wir brauchen. Und daher befindet sich der Droide wahrscheinlich wieder in den Händen unserer Feinde. Dann müssen wir den Widerstand vernichten, bevor sie zu Skywalker gelangen. Wir kennen ihren Standort. Wir verfolgten ihr Aufklärungsschiff in das Illenium-System. Gut. Dann werden wir sie ein für alle Mal zerschmettern. Waffe bereit machen. Oberster Anführer, ich bekomme die Karte von ihr. Wenn wahr ist, was du über dieses Mädchen sagst, bring sie
zu mir. Okay. Trotzdem ganz spannend. Oh? Oh, Dameron, du lebst noch. Finn! BB-8 sagt, du hast ihn gerettet. Wir sind dankbar für jeden Hinweis. Okay. Dann. Sobald wir BB-8's Daten mit unseren eigenen abgleichen können, finden wir Lukes Aufenthaltsort. Der okay. Hauptcomputer ist jenseits dieser Tür. Okay, dann können wir jetzt hier sammeln. Sehr schön. Alle verfügbaren Einheiten zur Panzertür. Ich wiederhole. Alle verfügbaren Einheiten zu Panzertür. Gut. Ach, da brauche ich wieder die Macht. Ist doch scheiße. Erst wird gesammelt, bevor wir irgendwas hier machen. Wir sind jung, wir brauchen die Kohle. Das ist nicht wie immer so weit wegfliegen würde, der Scheiß. Egal, macht nichts, wir kriegen das hin. Gott. Nice. Gut. Was gibt's hier? Okay. Och, ein Druide. Ein von drei. Okay. Haben wir einen Druide gebastelt. Jo. Schön. Für was der auch immer gut sein soll. Boing, gut. Hermit. So, da kümmern wir uns gleich drum. Gibt's noch mehr zum Sammeln hier? Jawohl. Ja. Boing. Boing. Nice. Und es gibt noch mehr zum Zusammenbasteln. Okay. So, was gibt's noch? Kann ich behilflich sein? Ich spreche Botsche wie meine Muttersprache. Ja, das wissen wir doch. Was du sprichst, du Lappen. Okay. Gut. Radio. Ja, was jetzt? Mach schützt das Tor auf oder nicht? Oder eher nicht? Ah, okay. Er macht's auf. Ja, so geht doch. Komm raus da. Die Entriegelungsklemme stecken wohl in diesem Eisblock dort. Okay. So. Da weiß ich jetzt nicht, was ich da machen muss. Jetzt gebe ich erstmal hier rein. Okay. Oh ja, Pop. Gut. Okay. Oh, 3 PO schiebt auch. Schön. Okay. Wie lange?
lange, bis er schmilzt? Zu lange. Oh, ich habe eine Idee. Kleiner Tipp, so habe ich dieses Würstchen gebraten. Nicht die schlimmste Idee aller Zeiten. Danke. Nein, das war dich, jemals dem Widerstand beitreten zu lassen. Wir mussten die Bahn ausschlachten, um ein Schiff zu reparieren. Aber es sollten genug Teile da sein, um die Lücken zu füllen. Wenn ihr schon den X-Flieger wieder anwerft, könnte ich mir noch ein Würstchen... Nein. Dann lässt sich ein Würstchen grillen, der Lappen. Okay. Das ist doof gemacht ein bisschen, aber naja. Patsch. Okay, gut. Gut. Ich will das Ding da reinschieben hier. Gut. BB-8, kannst du die Düsen in den Wartemodus schalten? Schön. Gut. Da gehen wir auf den Sack. Okay, mehr geht nicht. Aha, jetzt brauche ich hier die Truppen wahrscheinlich. Wir müssen diese Frachtkiste entfernen. Was ist mit dem jetzt los? Der echte Held die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Anstatt seine Position einzunehmen. Also geht doch. So, Nummer 1. Und die andere Klemme? Und zu Nummer 2. Und wo sind diese Trümmer? Was für Trümmer? Würstchen macht dich irgendwie so furchtbar schlecht. Okay. Okay, der Kontrollraum ist gleich hier, klar. Und du kochst mir nichts mehr mit dem X-Flügler. Menno! Du kochst mir nichts mehr mit dem X-Flügler. Oh, Menno! Wir sammeln hier auf jeden Fall noch ein paar Stats hier ein. Diese Zeit muss einfach sein.
Vorbei. Ups. Ah, das geht auch noch kaputt. So. Weißt du, Geier, was das war? Okay, da kommt was raus. Ah, okay. Nummer 2 von 3. Ist da was? Nein. Gut, dankeschön. Dankeschön. Ja, ja, wir sammeln ein. Drei von drei. Yay! Okay. Genau, so, und jetzt? Kommandogottsau können nur mit Hilfe einer Gruppe von Charakteren verwendet werden, sieh dich in der Nähe um. Okay, hier haben wir eine Gruppe. Nein, Leia, so, ja. Gut. Generäle, wenn sie sich auf den ID-Scanner stellen könnten. Okay. Wunderbar. Und wir kriegen noch mal Münzen dazu. Sehr schön. So, und jetzt haben wir das. Okay. Das heißt, jetzt brauchen wir doch den kleinen Depp-Druiden hier. So, was müssen wir denn machen? Okay. Das sollte erst einmal halten. So geht also die Tür auf. Schön. Da kommen wir hin. BB-8, kannst du deine Daten in den Astromech-Anschluss laden? Kann er schon, aber so weit sind wir noch nicht. Hier ist der R2. Ha. Versteckt sich der Hund. Okay. Okay, nochmal BB-8, jetzt können wir schon dahin reden. Gucken, was da gibt. Oha. Okay, so kriegen wir noch ein Minikit. So, dann laden wir jetzt die Daten rein, genau. Schönen Ladebalken. Generalin, ich bedauere Ihnen das sagen zu müssen, aber die Karte von BB-8 ist unvollständig. Was noch schlimmer ist, sie passt zu keinem uns bekannten System. Wir haben einfach nicht genug Informationen, um Master Luke zu lokalisieren.
Wie kam ich nur auf den törichten Gedanken, ich würde Luke finden und nach Hause bringen? Die erste Ordnung. Sie laden erneut die Waffe auf. Unser System ist ihr nächstes Ziel. BB-8, du verschwendest deine Zeit. Ich fürchte nicht, R2-D2 befindet sich im Energiesparmodus, seit Master Luke fortgegangen ist. Die Auswertung der Daten von Snaps Aufklärungsflug bestätigt Finns Bericht. Und das ist die Starkiller-Basis. Woher bezieht eine Waffe dieser Größe ihre Energie? Sie wird gespeist durch die Sonne. Die Waffe entzieht Energie, bis die Sonne irgendwann verschwindet. Na schön, wie sprengen wir sie? Es gibt immer einen Weg. Bei der Menge an Energie, die die Waffe speichert, muss in dieser Basis irgendwo ein Thermalgenerator sein. Den gibt es. Falls es uns gelingt, den Generator zu zerstören, destabilisiert das vielleicht den Kern und vernichtet die Waffe. Na dann beschießen wir diesen Generator mit allem, was wir haben. Sie besitzen Schutzschilde, die unsere Waffen nicht durchdringen können. Abschalten kann ich die Schilde schon, aber dafür muss ich dort sein, auf dem Planeten. Dann fliegen wir dich hin. Jo, dann fliegen wir dich hin. Reparaturen abgeschlossen. Jetzt noch Treibstoff und Munition verladen. Treibstoff, Munition und Wookie-Cookies für Chewie. Wookie-Cookies. Ich werde das Schiff vor dem Abflug überprüfen. Ihr kümmert euch um die Vorräte. Vergiss nicht, wer hier der General ist. Okay. Trotzdem sammeln. Ups. Sorry, Han. Ups. So, wahre Jedi haben wir schon mal. Das ist doch gut. Okay. Okay. Trotzdem alles Putschigago machen. So viele Stats mitnehmen, wie geht. Sehr schön. Wunderbar. Sind wir noch nicht darauf zu gehen? So. Können wir das schieben? Nein, können wir nicht. Ich suche uns Hilfe. So, dann gehen wir doch mal hier hoch. Ja, genau. Gut. Dann ist hier oben. Lampe hier kaputt, genau. Alles kaputt. Schön. Du brauchst Treibstoff, was? Tja, Pech gehabt. Sofern du nicht zufällig die Sprache sprichst, auf die irgendein Idiot diese Konsole eingestellt hat. Wir brauchen hier einen Protokoll-Droiden. Ja, dann kauf dir einen, du Lappen. So. Okay. Puff. Protokolldruiden hier oben. Hört. Es ist Bescheid gemacht. So, genau. Komm her, ja. Ein Protokolldruide.
Endlich. Sagt er auch noch endlich. So, wunderbar. Sehr schön. Oh, wenn du nachher Zeit hast, mein Toaster ist auf Javaisch eingestellt. Also würde ich mich über jede Hilfe freuen. Sehr schön. Sehr schön. Ich schraube selbst gern an Maschinen herum. Sag mal, so. Was habt ihr benutzt, um den Defektor- und Schildgenerator zu reparieren? Okay, fehlen nur noch Vibro-Raketen und Wookie-Kekse. Wookie-Kekse. So. Ja, darf ich mich jetzt bewegen, oder? Gut. Dann kommen wir auf der einen Seite noch nicht weiter, dann gehen wir jetzt auf die nächste Seite. Und sammeln hier natürlich den ganzen Scheiß ein. Okay, und wie habt ihr den Ach ja, so. Ja. Machen wir auf, Fujikako. Sammeln ein. Ja, wir haben schon eine beträchtliche Summe eingesammelt, das muss ich sagen. So, jetzt gucken wir mal, was hier noch so gibt. Das geht nicht kaputt, gut. Ah, hier können wir auch wieder was zerstören. Okay. Mehr geht hier nicht. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier rein. Machen. Gut. Okay, hier brauche ich ein 3PO. Gut, wir machen noch ein paar Münzen zusammen. Okay, sauber. Okay, da haben wir hier die Verstärkung für drüben. Schiffchen. Ist war alles hier drin? Oder geht es ja auch noch kaputt? Nein. Ups. Tut mir leid, mein Freund. Falsche Zeit, falscher Ort. Okay. So, was wollen wir hier machen? Oh ja, genau. Den versteht man wieder nicht. Asha di we kan meko yo mono haha de dey ruo people bury heu na dina heo di go tei dio do di na gya mwe ko bu oje ich fürchte Master Napp ist nicht gerade kooperativ. Anscheinend versprach man ihm Bibelbeereneis, um diese Hitze zu ertragen, und er verweigert uns die Hilfe, bis dem Versprechen nachgekommen sein wird. Kein Problem. Nein, Namm ist der Held der Rebellion, der bei der Zerstörung des zweiten Todessterns half. Er soll sogar Streusel haben, wenn er sie möchte. Das gilt auch für Han, aber sag ihm nicht, dass ich das gesagt habe.
Okay, kommen alle mit. Will der ein Eis haben, bevor er da hilft, die Sau. Okay. So, was haben wir denn hier? Alles, was wir brauchen, um Mr. Nam zufriedenzustellen, finden wir in diesem goldfarbenen Container. BB-8, kannst du ihn zur Ausgabeluke manövrieren? Richtung. Puh. Kompliziert hier die Geschichte. Aber sowas wird kompliziert. Okay. Gute Arbeit, BB-8. Nicht einmal ganz gut, wie wir das umgeschickt haben. Diese Container sind ziemlich solide. Es wird einiges an Feuerkraft erfordern, um ihn zu öffnen. So. Kann ich da aber nochmal was zusammenbauen? Und zwar hier. Und die machen noch ein paar Münzen. So, was ist das? Es spuckt irgendwas aus. Okay. Ah, okay. Ein Minikit. Schön, dann können wir jetzt wieder nach unten gehen. Wir können hier oben nichts mehr machen. Gut. Jo, brauche ich jetzt Truppen, ne? Ja. Zielübung, na los, ja, sauber gemeistert. Danke, Imre. Dann holen wir Mr. Nam mal sein Eis. Genau. Denken Sie daran, Bibelbeereneis. Darauf hat er bestanden. Bibelbeereneis. Oh, ja, kriege ich wieder Hauikobine. Wieder schwitzt. Gut. Dann haben wir jetzt hier die Space Cookies hier. Wunderbar. Okay. Oh, dann haben wir jetzt schon 5 Dinge eingesammelt. Nice. Okay. So. In Ordnung, jetzt fehlen nur noch die Vibro-Raketen. Gut, nur noch die Vibro-Raketen. Sehr schön. Darf ich mich bewegen? So, die Vibro-Raketen.
Okay, jetzt brauchen wir wieder den Trupp hier auf der anderen Seite drüben. So, mitkommen. Mitkommen! Wir müssen da drüben jetzt schieben. Komm lieber mitgelaufen, Raibio. Die nehmen jetzt absichtlich ihn hier wegen dem Laserschwert. Ich mach's Zeug lieber mit dem Laserschwert kaputt. Okay. Zur Hand gehen? Ja, hat er ja gemacht. Bringen wir diese Dinge an Bord. So, ich will aber noch gucken, ob es hier auch noch was gibt. Nichts. Okay. Dann bringen wir das da hier vor. Ist das richtig schön an Bord. Das sind kein Turbo. Nicht? Schade. So. Zack. Abgeliefert. Abgefrühstückt. Ey! Geht der Controller aus. Also Scheißdreck. Passiert. Muss ich mal ein Kabel dafür kaufen. So. Müssen wir das Level ist, glaube ich, fertig haben, oder? Alle Jäger bereit zum Abflug. Hoffen wir's mal. Manche Dinge ändern sich eben nie. Wie war? Du machst mich immer noch verrückt. Jawohl. Wenn du unseren Sohn siehst, bring ihn nach Hause. Game score 20G, das sag ich dir lieber nicht. Für was gab's denn? Das sag ich dir lieber nicht. Beende das Erwachen der Macht, Kapitel 7, der Widerstand. Ja, schön. Haben wir gemacht, dann ist das Level jetzt fertig. Jawohl. So, und sogar auf wahrer Jedi. Wir kriegen ein paar Stats mit dazu. Das ist doch schön. Haben wir wieder ein Video im Kasten. Wieder ein Kapitel weg. Ne, dann haben wir nicht den roten Stein. Minigit haben wir ein paar Stück, ja. 2, 3, 4, 5. Das sind nur 5 Stück. Gut. Transportschiff des Widerstands, Transportschiff des Widerstands und Transportschiff des Widerstands Microfighter und das war's. Gut. Was bekommen wir noch? General Leia bekommen wir, okay. C3PO bekommen wir und Admiral Statura bekommen wir. Kaluan Amat, Ghost Towers, Major Kalonia, Ninamp Klassisch, General, BU4D, PZ4CO, R2KT. Und das war's? Gut. Schön. Geschichte fortsetzen. Müssen wir ja wohl. So. Könnt euch darum kümmern, oder?
Kein Problem. Okay. Dann sind wir hier fertig. Dann haben wir auch wieder das Ende des Videos erreicht, meine Freunde. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen. Und das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr mich mit einem kostenlosen Abo unterstützen wollt, dann einfach den Abo-Knopf betätigen. Schon seid ihr in der Power Army. Dann noch die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es bei euch klingelt, wisst ihr ganz genau, Sergeant Power ist am Start. Sergeant Power hat ein Video hochgeladen. Sergeant Power ist lost im Game. Und wenn ihr mal im Livestream dabei sein wollt, dann auf www.twitch.tv/xsdgdxpower oder auch dann den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und wenn jemand ein Trinkgeld da lassen möchte, dann auf www.paypal.me/xsdgdxpower oder auch da den Link in der Videobeschreibung nutzen. Ja, meine Freunde, jetzt bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer ihr wisst, was kommt. Lasst euch nicht ärgern, nicht von den Wanzen beißen, wenn ihr schlafen geht. Lasst die Hände über der Bette gespielt, nicht an euch selbst rum. Lasst euren Partner, Partnerin machen, alles andere ist ökelhaft. Ich bin dann raus, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.